Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rusty Rusty Rust. Gut, ich war jetzt kurz am überlegen, ob ich das Geschütz vielleicht von innen versorge. Weil wenn sie natürlich dann die Batterie killen hier, ist das Geschütz natürlich auch stromlos. Auf der anderen Seite, wenn sie die Batterie killen, haben sie das Geschütz halt auch gekillt. Von daher spielt das keine Rolle. Von daher setzen wir jetzt hier einfach nochmal eine Abzweigung dran. Ziehen den einfach nochmal rüber hier. Darin. Den konfigurieren wir auf 10. Ich weiß gar nicht, die habe ich immer auf 11 konfiguriert. Das ist ja eigentlich Schwachsinn, ne? Da ist ja nichts mehr zwischen. Sollte ja auch laufen, wenn wir es auf 10 einstellen. So, und den hatten wir auch auf 10, ne? Perfekt. Zack, zack, zack. Fertig aus. Easy peasy. Ich guck nochmal draußen, aber die sollten eigentlich laufen. Die brauchen nur 10. Wir haben ja keine Schalter zwischen oder so. Ja, alles gut. So, damit haben wir das abgesaved. Haben wir gleichzeitig die Dachluke nochmal abgesaved. Perfekto. So, jetzt geht's hier oben weiter. Hier haben wir eins stehen. Eins haben wir hier um die Ecke stehen. Da ist schon eine MP drin, da muss noch Muni rein. Wie sieht's hier aus? Ist auch eine MP drin, da muss auch Muni rein. Okay. Ist okay, MPs sind okay. Hier innen. Wenn es natürlich ganz close ist, wie hier, dann natürlich lieber eine Schotti. Eine Spaß, 6 Schuss, Alter, die haut richtig raus. Da gibt's richtig, richtig Kasala. Wir haben noch 2 Geschütze. Eins muss definitiv hier in den Loot Johnny mit rein. Ich würde das mal ausprobieren. Hier ist halt die Gefahr, dass es vor die Dinger dann schießt, ne? Also wenn das weggesprengt, da ist er eh schlau, dann geht er eh um die Ecke. Sondern dann piekt er einmal. Ja, und dann schießt das die ganze Zeit hier vor wahrscheinlich. Das ist scheiße. Ansonsten könnte ich natürlich hier oben eins hinstellen. Oder ich müsste hier auf eine Kiste verzichten. Ich meine, das ist jetzt hier auch kein Hightech-Loot, Alter. Den müssen wir nicht super safen. Dann würde ich hier auch noch eine Kiste rausnehmen. Weil es ist nicht so, dass wir kein Storage haben, ja. Also wir haben hier noch eine Crap-Kiste. Die Heilung ist auch. Oben haben wir noch 6 Kisten. Wir können drüben noch Kisten hinstellen. Das machen wir auch. So, mal eben gucken. Ich habe natürlich die ganzen Kisten jetzt drüben in der anderen. Mal eben das Stromzeug hier rein. Also Karten und Sicherung ist halt jetzt nichts irgendwie. Was jetzt mega, mega wichtig ist. Das können wir auch hier oben hinpacken, ist völlig okay. Hier können wir es reinpacken, das Hosengeschisse kann hier raus. Hier haben wir eh schon Werkzeug, da machen wir hier das andere Werkzeug bei, ist doch völlig okay. Ja, guck mal, hier haben wir noch Platz, machen wir die Hosen jetzt erstmal hier rein. Alles gut.
Und da, wo das andere Geschütz steht, da können wir natürlich die Kisten von drüben noch hinstellen. Da können wir halt auch nochmal 3 Kisten hinstellen. Also. Alles gut, ey. So, perfekt. Dann machen wir nämlich hier echt nur den fetten Loot hin. Was heißt fetten Loot? Ihr wisst, was ich meine. Sprengkraft halt. Ich habe übrigens auch eine Satchel gestern gefunden. Endlich habe ich eine selbstständig gefunden. Ohne, dass ich einen töten musste. Hammer, oder? So. Nehmen wir das nämlich weg hier. Und machen da schön Geschütz hin. Was ist eigentlich mit dem Boden, Alter? Kriege ich den noch irgendwie mal getriggert hier? Aus Stein. Natürlich nicht, ey. So. Nehmen wir mein Stromzeug hier wieder raus. Und den anderen Scheiß, der hier noch drin rumeiert. Sind wir eh schon wieder voll, Alter. So, und das Geschütz soll halt definitiv autark sein. Klar, es soll ausgelöst werden durch die Batterie, aber im Endeffekt soll da halt dann Generator anspringen. Oder ich mache den Generator als Sicherung. Könnte man natürlich auch machen. Mal gucken, kriege ich den hier mit rein? Komm schon! Ich autorisiere erstmal. Könnt ihr natürlich nochmal wegnehmen und nochmal ein Stückchen rüber. Das Geschütz. Kann ihn natürlich auch hier hinstellen. Frage, wo hat er die Anschlüsse, ey? Wenn wir reinkomme ich trotzdem hier in beide Kisten, das ist okay. So, ich weiß jetzt nicht mehr, wo sind die Anschlüsse? Genau auf der anderen Seite. Ich krieg einen Kackreiz, ey. Das ist halt echt scheiße gemacht, den Rust, ey. Dass er das nicht anzeigt, auf welcher Seite die Anschlüsse sind. Ich hoffe, er setzt ihn jetzt auch so rum. Ich hoffe, der fliegt auch nicht gleich in die Luft, wenn hier das Tor geradet wird. Mit einem Rocket Launcher oder sowas. Das wäre natürlich ärgerlich. So. Was gibt er denn aus überhaupt? 40, okay. Warte, dann machen wir hier. Und dann komme ich an der Wand auch nicht mehr dran zum Reparieren.
War von der anderen Seite, oder? Nee. Oder bist du die von dem Dreieck? Ist noch ein extra Dreieck, ne? Ach, keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich kann ihn natürlich auch draußen hinsetzen. Das ist auch scheiße. Ach, wir setzen ihn einfach auf den Boden hier. Ist doch wurscht. So, Power out. Power in. 10. Aber da muss erst noch eine. Obwohl, nee, können wir ja ruhig machen. So, was haben wir denn noch Schönes? Wir hätten noch eine MP. Aber keinerlei Muni mehr. Ich muss halt Muni quiften. Das wollte ich gerade eigentlich auch erst als erstes machen. Aber wir machen die schon mal rein. So. Was wir nämlich dann auch noch machen können, ist auf jeden Fall zwei Dinger noch. Oder ich mache noch ein Geschütz von dem Generator aus. Also ein Geschütz soll auf jeden Fall noch hier hin. Was hier den Gang auf jeden Fall runterschießt. Muss nur gucken, dass es nicht zu weit, nicht dass die ganze Zeit vor dem Ding schießt hier. Sonst müsste ich so vorziehen oder was, ist natürlich scheiße. Oder ich müsste den Locker nochmal wegnehmen, aber ich habe keinen Locker, nicht so anders hinstellen. Aber ich stelle den Locker hier hin. Aber das geht wieder mit dem Garagentor nicht mehr. Scheiß drauf, Leute. Stellen aber hier jetzt noch einen hin. Fertig. Ja, da mache ich nochmal eine MP. Ich denke, MP ist so ein ganz gutes. Ja, ja, machen wir auch. Bräuchte mal eben ein bisschen Platz im Inventar, Alter. So. MP. Gönn dir. Und da müssen wir auf jeden Fall noch Muni machen. Da jetzt noch zwei Stickies rein. Oben muss noch Muni rein, ne? Ach, das war dumm. Ja, da müssen wir mal gucken. Ach, hier haben wir ja auch noch. So, hier haben wir MP drin. Jetzt dauert das natürlich ewig. Ich glaube, hier hatte ich auch noch keine Muni drin. So, wie sieht es hier aus? Da muss auch noch Muni rein. ...128 können wir doch ruhig mal reinmachen. Ich warte eben, bis der nächste Stack hier ready ist. Hauen wir das oben rein. Und dann verdrahten wir die ganze Geschichte mal. So. Was halt wichtig ist, man muss einen Schalter zwischensetzen, damit der... Was ich jetzt auf dem Dach zum Beispiel auch nicht gemacht habe. Fällt mir gerade ein. Dass man halt die Geschütze auch ausschalten kann, um wieder Munition nachzufüllen.
Was kostet mich denn der Generator? Zahnräder. Boah, ich hab gleich ja null Haiku, Alter. Wisst ihr wieder, was ich machen muss? Looten, looten, looten. 2 Stück bitte, danke. Zahnräder weg. Ja, wie gesagt, hier oben kommt auch nochmal ein Generator rein. Will ich ja gerade, ob ich die Kisten so umstellen soll, wie sie unten. Ach, scheiß drauf. Wäre natürlich geil, wenn ich da noch einen kriegen würde. Oder hier oben drauf. So, wo ist denn der Stromanschluss? Die Seite, ne? Ja, ich glaube. So, sollte passen, dass ich hochkomme und hier vorbeikomme. Okay, so gut. Gut. So. Perfekto. Ich würde dich jetzt gerade also das Geschütz läuft über den Generator unten. Das wird auch so bleiben. Ich überlege halt das Geschütz, ob ich das direkt über die Batterie mache. Oder ich sage halt, ich mache die Geschütze alle über den Generator. Nee, pass auf. Der Schalter, ja gut, jetzt macht der Schalter Sinn. Wird schon wieder dunkel, Alter. So, jetzt gehen wir erstmal von hier. Das müssen wir auch gar nicht schön machen. Ab in den Schalter rein. Schalter raus. Da rein. Da stellen wir 10 ein. Von da gehen wir hier hin. Da stellen wir 10 ein. Und dann gehen wir von hier direkt mal runter. Direkt mal rein. Okay, das können wir so ein bisschen schöner verlegen. So. Nummer 1. So, die beiden Geschütze werden immer laufen. Das ist der Hintergrund da dran. Jetzt kommen wir zum ersten intelligenten Schalter. Da muss ich halt auch noch ein paar mehr dann machen. Da lasse ich mal ein bisschen Platz. Vielleicht machen wir da nochmal ein Geschütz. Ich kann auch einfach nochmal einen schon mal dazwischen schalten. Komm, ist doch wurscht. So. Dann haben wir nochmal Platz, falls wir nochmal ein Geschütz machen wollen. So, jetzt brauche ich sowas. Der geht nämlich von oben nach unten, Alter. So Banane.
glaube halt, die hier hinten macht keinen Sinn, ne? Ich glaube, die werde ich wegmachen. Ich brauche nochmal so ein Splitty. Ist ein bisschen wenig Saft dann eventuell auf die Dinger, aber das werden wir ausprobieren. Müssen wir auch nicht alle in einen Raum machen. Ist vielleicht noch mal ein bisschen safer. Hier so versteckt, dann sieht man sie von da gar nicht. So. Und dann legen wir die jetzt rüber hier. Einmal. Zweimal. Einmal. Wie gesagt, die nehme ich weg hier. Die ist verschenkte Liebesmühe, glaube ich. Ich müsste mich da mal ein bisschen genauer mit befassen, was die für eine Reichweite haben. Ich glaube, das hängt auch davon ab, wie viel Strom drauf ist. Aber die drei, eigentlich sind hier drei auch schon zu viel, glaube ich, in dem Raum. Die fracken halt richtig. So. Machen wir definitiv hier noch einen hin. Ja, so ein bisschen versteckt ruhig. Hier können wir auch noch eine mit reinnehmen eigentlich. Da haben wir schon eine. Das Ding ist, so nah werden die ja eh nicht rankommen wahrscheinlich, die Leute. Und hier oben haben wir natürlich auch noch Kapazitäten, ne? So ist ja nicht. Da können wir natürlich auch noch ein paar verteilen hier. Aber da müsste ich halt dann auch erstmal noch welche wieder bauen. Aber die können wir schon mal da hinstellen. Gut, die drei haben wir verkabelt. Jetzt haben wir hier noch zwei. Wie viel habe ich hier stehen? 1, 2, 3. Ja, das ist okay. Wir machen das nämlich dann jetzt einfach so. Einmal. Obwohl, ne, den werde ich von oben machen. Von der anderen Batterie. Dann machen wir hier nämlich doch den. Ich weiß, den hätte ich halt auch von innen machen können. So. Das Gefährliche ist, wenn ich den jetzt anmache, kriege ich schon direkt. Aber hier habe ich keinen. Doch, da steht auch einer. Wir sind nirgendwo mehr sicher, Leute.
Hier sind wir sicher. Gut. Nein. Nein, nicht anschalten. Bloß nicht anschalten, Alter. Weitere Optionen sind verfügbar, halte Use. Genau. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Beziehungsweise ich. Ob das so geklappt hat, wie ich das will. Pay a device in-game to manage them here. Ja, habe ich ja gerade gemacht, Alter. Dauert das ein bisschen. Oder ich muss ihn anschalten dafür. Das kann natürlich sein. Was ich eigentlich nicht möchte. Weil ich kriege wahrscheinlich direkt eine Dröhnung hier. Ah, jetzt ist er da. So, den nenne ich jetzt Tester. So, bedeutet, wenn ich jetzt hier hinten... Na gut, da seht ihr den Schalter nicht. Scheiße. Komm, wir gehen mal hier oben rein. So, ihr seht jetzt, das Ding ist aus. Ich den jetzt anmache. Alter, mach aus. What the fuck, was haben die für eine Reichweite? Ich mag die. Ich mag die, Alter. Die zerficken ja richtig. Habt ihr das gesehen? Und das mache ich per App, Alter. You know it? Das heißt, ich merke, dass einer raidet. Durch meinen tollen Alarm, den wir jetzt hier noch hinsetzen. Ja, und ihr habt es gesehen, Aldo Belly. Ich schalte den einmal kurz an und dann ist hier aber Holland in Not, ey. Auch hier, da hätte wahrscheinlich eine gereicht. Ich habe hier drei. Der wird so zerfickt werden, wenn der hier unten drin sein sollte. Und dasselbe machen wir hier oben halt auch nochmal. Ja, und ich werde da nochmal welche bauen. Ich werde in den Dingen auch noch eine reinstellen. Was haben wir noch? 45 IQ nur noch. Das ist natürlich echt wenig. Ja, jetzt muss ich mal eben gucken. Da brauchen wir eine Elektronik, aber der kostet nur 3 HQM. Okay. Elektronikschrott. So, da machen wir auf jeden Fall mal 3 Stück. Und dann werde ich auf jeden Fall noch mal eine schon mal davon machen. Alter, du kannst so abgehen mit dem Scheiß, ne? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie gesagt, wie die funktionieren. Die Dinger. Aber einen könnten wir zum Beispiel hier schon mal hinstellen, ne? Wenn wir hier irgendwie Bewegung kriegen. Ich weiß nicht, was der braucht an Strom. Ich weiß auch nicht, wie weit Rust das geändert hat, dass sie nur noch das ziehen, was sie verbrauchen. Von daher setze ich hier nochmal ein so ein Ding zwischen. Ach, der braucht gar keinen Strom, oder was? Doch. Moin. Okay. 2 braucht er. Ah ne, er kriegt 2. Wie viel brauchst du denn? Ich soll mit einem.
Your base is under attack. Dachluke. Können wir aber auch Alarm Dachluke nennen. Aber wir können das jetzt auch mal eben testen. Wenn wir jetzt hier schon eh mit Strom zugange sind, das machen wir nochmal eben. Alter, dein Ernst? Wieso kann ich nicht da drüber springen? So. Gut, Active Usage 53. Hammer. Alter, ziemlich trollen. Aufnehmen. 51. So, wenn ich jetzt hier rausgehe. Hier rüber, hier rein. So, jetzt ist die Frage. Active Usage 52. Okay, er zieht also nur den einen. Auch wenn er jetzt hier 44 anzeigt. Ihr seht, aktuell kriegen wir ein bisschen wenig Strom rein. Das heißt, ich muss auf jeden Fall noch ein Windkraft setzen, damit die Batterien sich nicht komplett entladen. Kriegen wir aber hin. Oder ich kann natürlich auch hier ausschalten. Wenn wir da mal eben schnell aufladen müssen hier. Was natürlich ein bisschen scheiße ist, was ich gerade sehe. Obwohl doch, das ist so, das können wir ruhig lassen. Dass der Alarm ausgeht, welchen Schalter ausmachen. Passt schon. Gut, er zieht natürlich hier ordentlich weg mit 5 Geschützen, ne? Deswegen vielleicht werde ich das eine, was da unten steht, woanders drauflegen. Das werden wir jetzt gleich mal gucken. So, aber das wäre Alarm 1. Alarm 2. Auf jeden Fall hier hin. Zack. Das nennen wir mal... Alarmbett. Eine Nachricht kann ich mir da immer noch einfallen lassen. Gut. Einer. Ist auch natürlich ein bisschen schade, dass man die nicht einfach so auf eine Kiste setzen kann oder so, ne? Sehe ich auch nicht wirklich, warum nicht? Das ist auf jeden Fall Alarm. Main Loot. Brauche noch mehr davon, Leute. Hatte ich nicht auch noch irgendwo einen reingelegt? Ja, einen haben wir hier noch. Den können wir direkt mal hier oben hinsetzen gehen. Mal gucken, ob wir durchkommen. Okay, kommen wir dran, können wir da lassen. Alarm. Blut. Ja. Namen werde ich mir noch ausdenken, Leute. Aber Hauptsache, ich weiß, was gemeint ist. So, ist meine Nummer 5. Die stacken natürlich nicht, weil wir es noch nicht eingestellt haben. Von daher packen wir das noch weg.
Das noch weg und das noch weg. Muni muss ich dann auch noch mal machen, ja. So, dann haben wir noch den Generator. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sind erstmal am Ende einer Folge. Wir machen dann gleich mit den Alarmen weiter. Die muss ich gleich auch alle koppeln. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüss.